meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mozart-Festfreunde, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier im Hotel Rebstock im Hof Engelgarten. Wir sind sehr froh, wieder in Präsenz zusammenzukommen, denn wir feiern 100 Jahre Mozart-Fest. 100 Jahre Mozart-Fest, das heißt, dass wir auf 100 Jahre Festgeschichte zurückschauen wollen, auch auf 100 Jahre Zeitgeschichte zurückschauen wollen. Und insofern haben wir unsere beiden Allzeitveranstaltungen, die Gesprächsformate mit Professor Dr. Konrad, den ich ganz herzlich begrüße, geplant und haben sie in zwei Zeiteinheiten eingeteilt. Der heutige Abend gilt der ersten Zeit des Mozartfestes, beginnend 1921, und heißt Aufbruch und Zusammenbruch, endet in den 40er Jahren mit dem letzten Mozartfest 1944. Der zweite Termin am 23. Juni ist der nächsten Mozartfestzeit gewidmet und beginnt beim Aufbruch 1951 und heißt Aufbruch und Zukunft und geht dann entsprechend in die Gegenwart, in die Zukunft, in der wir jetzt das Mozartfest feiern. Ich freue mich sehr, dass wir heute über diese Zeit sprechen können. Es geht um Mozart-Bilder einerseits, also welche Mozart-Bilder hat die Zeit hervorgebracht, warum gibt es diese Mozart-Bilder, wo heraus sind diese Sichten auf Mozart entstanden, welche Projektionen der jeweiligen Zeit, der Menschen der Zeit sind in diesen Mozart-Interpretationen zu finden. Und es gilt auch ganz konkret Wegmarken des Mozartfestes in diesen 2,5 Jahrzehnten. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Ulrich Konrad sich wieder bereit erklärt hat, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Und es ist ein insofern besonderer Tag, als dass wir ihn heute Mittag ein bisschen gefeiert haben. Er hat heute Mittag um 13 Uhr im historischen Wenzelsaal des Rathauses vom Oberbürgermeister Christian Schuchardt eine Auszeichnung in Empfang nehmen dürfen, nämlich den tanzenden Schäfer. Es war der Stadt ein wichtiges Anliegen, ihn zu würdigen, zu ehren für seine vielfältigen Tätigkeiten, die er für unsere Stadt als Kultur- und Wissenschaftsstandort geleistet hat, seit nun ja, 25 Jahren, in denen er Würzburg zu seiner Wahlheimat erklärt hat. Ich möchte kurz aus der Laudatio einen Satz zitieren, der so schön seine Verdienste zusammenfasst, die nämlich mit uns zu tun haben, mit uns auch dem Mozartfest, dem er so viel gibt, schon seit vielen, vielen Jahren, nicht erst seit 2014, seit ich ihn noch mal sehr viel intensiver in das Mozartfest sozusagen hineingezogen habe, denn wir möchten nicht verzichten auf seine vor allen Dingen Vermittlungsqualitäten. Es heißt in der Laudatio, forschen, verstehen, vermitteln. So begann diese Laudatio, wobei forschen und verstehen vielleicht Selbstverständlichkeiten für einen Wissenschaftler sein können. Aber dann geht es mit dem dritten Begriff um die Intention des Vermittelns. Und da heißt es, dass das Erforschte und immer neu zu Verstehende seinen Sinn und seinen Nutzen dann am besten entfalten kann, wenn es den Menschen zugänglich wird, wenn sie daran teilhaben, wenn wir daran teilhaben. Und genau das geht dieses Jahr nochmal ganz eindrucksvoll auf in diesem sehr umfangreichen Jubiläumsprogramm, wo wir doch sehr glücklich sind, dass wir einen ganz großen Teil davon wirklich anbieten können, präsentieren können mit der Teilhabe des Publikums. Es ist zum einen das Faksimile dieses berühmten Mozart-Briefes aus 1790. Also er ist wahrscheinlich nicht wirklich berühmt im Sinne der Mozart-Briefe, aber für uns ist er ein berühmter Brief, ein wichtiger Brief, wo er ja die schöne, prächtige Stadt beschreibt, lobt. Es ist auch seine Tätigkeit als Kurator für die Ausstellung Imagine Mozart, Mozart-Bilder, wo er auch für den Ausstellungskatalog einen sehr umfangreichen Essay beigesteuert hat. Allein diese Arbeit hat sich über 4 Jahre erstreckt. Dafür ganz herzlichen Dank. Es sind auch samstags die Kunst-Musik-Dialoge, die Herr Professor Konrad mit Damian Dombrowski
anbietet, wo sie jeweils ein Kunstwerk ins Gespräch nehmen und fokussieren. Es sind im Pop-up-Büro Mozart-Sprechstunden, zu denen Sie auch herzlich eingeladen sind. Einmal in der Woche gibt es dort die Möglichkeit, alles das zu fragen, was Sie schon immer über Mozart wissen wollten. Und es sind eben auch die Allzeittermine und vieles, vieles mehr, wozu Herr Professor Konrad uns immer Rede und Antwort steht. Er ist Mitmusikwissenschaftler von internationalem Renommee, seit 25 Jahren Ordinarius hier für Musikwissenschaft an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg. Seine Bücher und Schriften sind Standardwerke und über den Tanzenden Schäfer hinaus hat er natürlich hochrangige Auszeichnungen erhalten, zum Beispiel den Leibniz-Preis. Als einziger Musikwissenschaftler wurde je ein Mensch mit dem Leibniz-Preis bedacht und das gilt ihm und im englischsprachigen Raum die Dent Medal. Es gäbe vieles weitere mehr zu sagen, dass er in wissenschaftlichen Akademien und Beiräten ist, in Salzburg, in Bonn, in Göttingen, in Mainz und so weiter und so fort. Wir sind stolz, dass er da ist, dass er auch für uns da ist und genauso möchte ich jetzt den Abend eröffnen und Herrn Konrad das Wort geben, dass wir einfach beginnen mit unseren Ansichten und Blicken auf diese erste Zeit des Mozartfestes seit 1921. Ja, vielen Dank für diese zu freundlichen Worte. Ich bin jetzt so verlegen, dass ich jetzt zunächst um meine Worte ringen muss. Und damit ich das in Ruhe tun kann, hören Sie in der Zeit ein Stück Musik. Das ist ein falsches Stück Musik, aber das ist... Schlusssatz aus Mozarts Motette Exsultate Jubilate, eine Komposition des gerade 17-Jährigen, 1773 komponiert und hier gesungen von Diana Damrau, begleitet vom Radio-Symphonieorchester Frankfurt und Andrew Parrott. Und das ist eine Aufnahme, die genau 20 Jahre alt ist, aufgenommen hier beim Mozartfest. Warum habe ich dieses Stück gewählt? Nicht um die noch einmal zu freundlichen Worte von Evelyn Meinen mit einem Alleluja zu beschließen, sondern weil dies das allererste Stück ist, das in
Rahmen eines Mozartfestes oder einer Mozartfestwoche, Festveranstaltung hier in Würzburg erklungen ist, nämlich am 11. Juli 1921. Mit diesem Stück wird also der Beginn, so könnte man sagen, des Mozartfestes markiert. Dieses Stück ist heute ein Showpiece für alle Sopranistinnen, die es denn singen können. Es war von Mozart so intendiert, er hat es nämlich geschrieben für einen damals berühmten Kastraten. Dieses Stück ist zum Zeitpunkt, als es hier in Würzburg zum ersten Mal erklang, 1921, nicht dieses bekannte Stück, das es heute ist, sondern ein eher unbekanntes Stück. Und es erklingt an einem, für uns heute vielleicht merkwürdig, das zu hören, an einem noch wenig bespielten Ort. Denn die Residenz, die für uns heute als normale bürgerliche Menschen fast zu jeder Zeit zugänglich ist, die war damals gerade eben erst überhaupt geöffnet worden für den Gebrauch, für den Nutzen durch, ich sage das jetzt einmal so, das Volk. Und das ist die Folge einer politischen Umwälzung, die sich im Jahre 1918 zugetragen hat nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, bricht das Deutsche Kaiserreich zusammen und auch das Bayerische Königtum hat ein Ende. Und im Deutschen Reich, inklusive Bayern, wird die Republik ausgerufen. Auch das ist für uns heute vielleicht aus der Entfernung von 100 Jahren ein politisches Ereignis, das sicher umstürzend war, aber uns nicht mehr unmittelbar begreiflich ist. Aber man muss sich klar machen, dass mit diesem Jahr 1918 und mit dieser Umwälzung eine alte Welt untergeht. So wie schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Jahr 1803 bzw. 1806 ebenfalls eine alte, vertraute Ordnung zusammengebrochen ist. Das heißt, wir sind hier in einer Situation, und das ist mir wichtig hervorzuheben, am Beginn des Mozartfestes, die geprägt ist von ganz großen Unsicherheiten, von Erinnerungen, von tiefem Verlustschmerz und von Ungewissheit und schließlich auch von Demütigung. Denn 1918, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, kommt es zu einer für Deutschland sehr nachteiligen Friedensvereinbarung. Das ist der Friedensvertrag von Versailles, der 1919 ausgehandelt wird und im Januar 1920 in Kraft tritt. Ein Friedensschluss, eine Friedensvereinbarung, die von den allermeisten Deutschen zum einen als Diktat verstanden worden ist, vor allen Dingen aber als eine schwere Demütigung empfunden wurde. Das ist, glaube ich, etwas, was man dem kollektiven Bewusstsein zuschreiben kann. Ja, man hat einen Krieg verloren, in den man hoffnungsfroh gezogen ist. Die Begeisterung des Augusts 1914 können wir uns nicht vorstellen. Das ist ein gewollter Krieg gewesen. Und 1918 liegt alles in Trümmern. Die Welt liegt in Trümmern. Deutschland, die deutsche Ordnung liegt in Trümmern. Es ist ein Gefühl der Hilflosigkeit und es ist vor allen Dingen ein Gefühl auch der wirtschaftlichen Depression. Die Menschen haben etwas anderes im Kopf als Kunst und Kultur. Sie wollen überleben. Und in diese Situation hinein nun geht der gerade Berufene, seit 1920 als Direktor des Bayerischen Staatskonservatoriums in Würzburg tätige Hermann Zilcher, daran, Möglichkeiten zu suchen, wie er in dieser Stadt, in dieser verhältnismäßig kleinen Stadt, in dieser für die Wahrnehmung der Zeit in dieser Provinzstadt künstlerisch etwas veranstalten könnte, was besonders ist. Und er nutzt die Gelegenheit, in diese Residenz hineinzugehen mit Musikern und sich zu überlegen, was könnte man hier machen. Die Residenz, wie gesagt, ist damals ein Ort, wo die Würzburger neugierig hineinströmen, um mal zu schauen, was das eigentlich ist, diese Residenz von innen. Und Zilcher wählt Musik von Mozart aus, das lag nicht ganz so fern,
Aber mit der Aufführung dieses Stücks, was Sie gerade gehört haben, verbindet sich dann für ihn später eine Einsicht, die man vielleicht als Gründungsmythos des Mozartfestes bezeichnen könnte. Das ist eine Äußerung, die oft zitiert wird, aber ich möchte sie hier in diesem Kontext doch noch einmal deutlich hervorheben. Also er dirigiert Exultate Jubilate und erinnert sich dann später wie folgt daran: Da geschah das Merkwürdige. Mir wollte scheinen, als ob mit einem Male alle Figuren des Saales, alle Plastiken, alle Gemälde lebendig würden. Ich brauchte manche Ornamentik mit dem Dirigentenstab nur nachzuzeichnen und eine innige Vermählung zwischen Ton, Architektur und Farbe fand statt. Die Töne schwebten beinahe sichtbar zu allen tiepologischen Kostbarkeiten hin und diese selbst gaben ihren letzten plastischen Möglichkeiten mit Dank zurück. Das ist ein schöner Text, der sicher auch in der Absicht geschrieben wurde, eine gewisse Geschichtslenkung zu betreiben. Und es ist vor allen Dingen ein Text aus dem Geist der Romantik. Denn wenn man etwas mit romantischem Ideengut in Verbindung bringen kann, dann diese Symbiose der Künste, dieses wechselseitige Reagieren der Künste aufeinander aus dem Verständnis heraus, dass eigentlich alle Kunst im Kern Poesie ist und dasselbe zum Ausdruck bringen will. Es ist vor allen Dingen aber ein Bild der perfekten Harmonie, der Harmonie von Kunst oder von Harmonie der Künste in einer Welt, die in Unordnung ist, die außer der Ordnung steht, die erst ihre neue Ordnung finden muss. Und da ist es nicht unangebracht, sich ganz kurz daran zu erinnern, wo die Menschen, die damals, ich sage jetzt einmal, erwachsen waren, und Zilcher gehört zu denen, die erwachsen waren, einem 40-Jährigen wird man als Erwachsenen bezeichnen können, wo kamen die her? Die kamen aus dem beinahe ungebrochenen Selbstbewusstsein des Kaiserreiches. Das war 1871, vor 150 Jahren, nach langen, langen Mühen, endlich gegründet worden. Die Deutschen hatten sich gefunden in einem Reich und konnten sich nun endlich nicht nur als Volk, sondern auch als Nation begreifen. Und diese Geschichte des Kaiserreiches ist aus der Sicht der Deutschen eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel. Dieses Land steigt auf, die Gründerzeit mit sagenhaften wirtschaftlichen Erfolgen, mit politischen Erfolgen allüberall. Deutschland erhebt sich sogar noch zu einer späten Kolonialmacht. Die Fortschritte, die dieses Land verzeichnet, auf allen Ebenen sind gewaltig und es ereignet sich, dass Deutschland nicht nur seinem Nationalgedanken frönt, der das ganze 19. Jahrhundert genährt worden ist, sondern dieses Land stimmt auch eine das allgemeine Konzert des Nationalismus. Und ein wesentliches Moment dieses spezifisch deutschen Nationalismus ist die Überzeugung, dass man zumindest auf dem Gebiet der Kultur ein Hegemon, ein Weltherrscher sei. Die deutsche Musik wird verstanden als die aller anderen Musik auf der Welt überlegene. Und die deutschen großen Musiker, die man damals von Bach aus sah, eventuell auch noch von Schütz aus sah, aber jedenfalls Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schumann, Wagner, diese Höhenkamm der Kunstmusik, dieser Höhenkamm wurde begriffen als Ausdruck einer Weltüberlegenheit. Das heißt, die Musik spielte im Deutschen Reich und auch im deutschen Selbstbewusstsein eine Rolle wie in kaum einem anderen Land der Welt. Das zeigt sich in den Institutionen. Es gibt nirgendwo so viele Chor- und Musikvereine.
Es zeigt sich in der Konzertkultur, es zeigt sich in der großen Fülle der Opernhäuser, es zeigt sich in der Musikerziehung, es zeigt sich im Musikschrifttum. In Deutschland werden nicht nur ein oder zwei, sondern zig Musikzeitungen herausgegeben, wöchentlich, monatlich, die einen großen Abonnentenstamm haben. Es wird in Deutschland musiziert in den Häusern. Das ist ein Identitätsmerkmal, vor allen Dingen des deutschen Bürgertums, des Wirtschaftsbürgertums wie des Bildungsbürgertums. Da kommt also Deutschland her und rennt in diesen verhängnisvollen Krieg von 1914, der zunächst mit dem allen radikal Schluss macht. Denn es werden ja nicht nur äußere Verhältnisse zerstört, sondern es zerbrechen auch innere Überzeugungen. Wenn ich der Meinung war, dass mit Musik, mit Kunst, mit Literatur, mit humanistischer Gesinnung die Welt besser wird, die Barbarei vertrieben wird, Zivilisation gefestigt wird, dann lag diese Überzeugung nun im Dreck. Und das ist eine schmerzliche Einsicht. Wenn etwas, an das man geglaubt hat, und ich meine das hier wirklich wörtlich, dieser Glaube an die Größe der Kunst, an die Größe des Geistes, wenn das letztlich nicht wirksam war in dieser Anfechtung, dann bedeutet das eine innere Tiefe oder bewirkt eine tiefe innere Verunsicherung. Und dagegen nun 1920 in dieser Stadt zu sagen, wir spielen Mozart in diesem alten Gebäude, das seine Funktion verloren hat. Und erkennen darin plötzlich etwas, was die Welt poetisch verklärt. Dann hat das vor allen Dingen eine psychologische Wirkung. Für diejenigen, die das nun suchen. Das sind wenige. Wir dürfen jetzt ja nicht meinen, die 100.000 Einwohner von Würzburg seien kollektiv Gäste des Mozartfestes, sondern das ist genauso wieder die kleine Gruppe letztlich des Bürgertums, des Wirtschaftsbürgertums, des Bildungsbürgertums hier dieser Stadt, das in dieser Residenz mit dieser Musik eine neue Identität zu bekräftigen versucht. Wenn ich eben sagte, dass diese Idee romantisch sei, dann ist damit zugleich auch zum Ausdruck gebracht, dass dieser Impuls aus dem Verständnis der Zeit ein antimoderner, ein antimodernistischer ist. Denn man kann auf diese Katastrophe des Ersten Weltkrieges auch ganz anders reagieren. Härter, radikaler, gegen sich selbst auch rücksichtsloser. Denn wenn das alles schon zerbrochen ist, dann hat es auch keinen Sinn mehr, daran zu glauben und es zu restaurieren. Und wir haben von da aus in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, eine Spannung. Derjenigen, die daran glauben, dass man unter anderem auch aus dem Geist der Kunst heraus noch eine Kontinuität herstellen kann, eine Tradition herstellen kann dieses Geistes, und die anderen, die sagen, nein, das ist zu Ende. Und damit hat auch die Funktion der Kunst eine andere zu werden. Man kann das, wenn man das versucht, auf wenige Schlagworte zu bringen, vielleicht auf den Gegensatz bringen eines Kontrastes zwischen Spätromantik, und mit Spätromantik meine ich vor allen Dingen eine Musik, die versucht, große Bekenntnisse, Weltanschauungen zu vermitteln. Philosophie in Musik, also sprach Zarathustra. Gustav Mahler, Veni Creator Spiritus, der große Eröffnungschor der 8. Symphonie, der 100. Psalm von Max Reger, solche gewaltigen, die Goro-Lieder von Arnold Schönberg, solche gewaltigen Emanationen eines musikalischen Bekenntnisses. Ja? Die ganze Welt wird erklärt mit den großen Werken der Musik. Und demgegenüber steht eine Moderne, die sagt,
das alles überfrachtet die Musik. Das ist gar nicht mehr Musik, sondern die Musik muss einen Platz finden im Leben. Sie muss wieder die Funktionen einnehmen, die vor dieser Zeit der Übersteigerung, dieser Übersteigerung des 19. Jahrhunderts liegt. Sie muss im Leben der Menschen stattfinden und sie darf vor allen Dingen sich nicht anmaßen, etwas verkündigen zu wollen. Musik soll Musik sein, unangestrengt. Die darf nicht schwitzen. Die muss da stattfinden, mit den Mitteln stattfinden, die unmittelbar in der Zeit zu finden sind. Das Ganze wird befördert, diese moderne Sicht der Musik, der Kunst, durch einen enormen modernen Schub insgesamt in der Welt der Medien. Die darf man hier nicht außer Acht lassen. In dieser Zeit kommt das Telefon in Gebrauch. In dieser Zeit kommt der Rundfunk in Gebrauch. In dieser Zeit kaufen erste Menschen ein Automobil. In dieser Zeit beginnt der Verkauf von Schallplatten. Und das bedeutet, dass die Kunst und hier vor allen Dingen die Musik ihren exklusiven Charakter, der an den Moment der Aufführung gebunden war, verliert. Denn sie können Musik jetzt plötzlich als Ware kaufen, indem sie sich eine Schallplatte erwerben. Oder sie können auf einen Knopf drücken zu Hause und der Rundfunk bringt ihnen die Musik in ihr Zimmer. Und Kunst wird reproduzierbar. Ja? Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, ein berühmter Aufsatz von Walter Benjamin, beschreibt das, was das mit der Kunst macht, wenn sie nicht mehr einmalig ist. Ja? Wenn nicht mehr die Hingehhaltung entscheidend ist. Ich muss an einem Ort hingehen, wo die Musik stattfindet. Und zwar hier und jetzt. Oder die Selbstmachhaltung. Ich muss die Musik selbst spielen, wenn ich sie haben will. Sondern, dass ich nun auch sagen kann, wenn ich das nicht will, wenn ich nicht hingehen will und sie nicht selbst machen muss, dann kann ich sie mir holen, dann kann ich sie mir kaufen. Musik wird zur Ware. Und der Warencharakter der Musik, der kommt in den 20er Jahren zu Bewusstsein. Und wenn das eine Ware ist, mit der man da umgeht, dann verwischen sich auch die Grenzen zwischen dem, was man gemeinhin die Kunstmusik nennt und dem, was man die Unterhaltungsmusik nennt. Dann ist Musik eine Ware, von der sich die eine eben besser verkauft und die andere eben schlechter verkauft. Und die sich besser verkauft, ist die, die mehr und mehr die Menschen berührt, die Menschen erreicht. Vor allen Dingen für die Moderne entscheidend der Jazz, der in den frühen 1920er Jahren, genau zu der Zeit, wie hier das Mozartfest losgeht, nach Europa und nach Deutschland kommt. Diese neue Musik nun, die wird für diese neuen Formen, auch die Formen der Tänze, ja, der Foxtrot, der Tango, alles das, was wir heute in den Tanzschulen lernen, ja, das ist damals neu und Zeichen der Moderne. Ja. Ein Saxophon auf einem Bild zu zeigen, ist nicht einfach die Abbildung eines Instrumentes, sondern Ausdruck eines Lebensgefühls. Und die modernen, ernsthaften Komponisten, ich nenne jetzt einfach nur mal Paul Hindemith, weil der hier auch in Würzburg eine gewisse, ganz marginale Rolle gespielt hat, das ist jemand, der sagt, diese Grenzen gibt es überhaupt gar nicht, sondern selbstverständlich kann in einer Kunstmusik auch diese Musik Platz finden. Dann wird eben in eine Kammermusik auch mal ein Foxtrot eingebaut. Diese moderne Sicht der Dinge, die ist hier in Würzburg im Kontext des Mozartfestes suspekt. Und Hermann Zilcher, der ja hier derjenige ist, der den entscheidenden Anstoß gibt für die Einrichtung von Mozartfesten, der stammt nun eben aus einer Generation, die das alles erlebt hat, die das Kaiserreich erlebt hat, der den Aufbruch in die Moderne erlebt hat, der aber auch das Bekenntnishafte der Musik erlebt hat und selbst praktiziert hat. Er hat ein riesenhaftes Oratorium geschrieben, die Liebesmesse, 1919 von Hans Pfitzner uraufgeführt. Das ist so ein Bekenntnisstück. Und der soll nun aus der Erfahrung dieses Zusammenbruches nun sagen oder muss entscheiden für sich, was will ich jetzt? Und er entscheidet sich für die
das meine ich jetzt im besten Sinne des Wortes, konservative Haltung, das, den Versuch zu bewahren. Und damit natürlich auch eine gewisse Abwehrhaltung einzunehmen gegen all das, was neu in der Musik einströmt. Ich habe schon den Jazz genannt, ich habe die Unterhaltungsmusik genannt, aber natürlich auch all das, was etwa mit dem Namen Arnold Schönberg verbunden ist, 1909, die sogenannte Atonalität, seit 1922 Dodekaphonie, die Zwölftonmethode, also eine Musik, die auf ihre Weise auch konservativ ist, aber radikal nach vorne geht. Das ist, scheint wie ein Widerspruch, aber das, was Schönberg und die Wiener Schule ja macht, ist ja eine ganz konsequent aus dem Material der Musik heraus entwickelte Fortführung. Ja, Schönberg war immer der Meinung, ich führe Brahms fort. Und das ist ein Weg, den Zilcher nicht nachvollzieht. Und er hat hier natürlich in Würzburg eine insofern prominente Stellung, weil er diese Überzeugung, diese Haltung vorleben kann. Er kann sie vorleben mit dem, was er musikalisch in dieser Stadt tut. Und er wird hier sehr schnell die prägende, entscheidende Persönlichkeit des Musikanten, des Musiklebens. Und er hat immer gegen 300 Studenten. Junge Musikerinnen und Musiker, die ihm anvertraut sind und denen er ein musikalisches Weltbild vermittelt. Und diese jungen Leute, die sind es, die ja ganz wesentlich das Mozartfest bis 1944 tragen. Denn es gibt hier kein Spezialorchester für Mozart-Aufführungen oder es gibt auch nicht die Mittel, dass Orchester von außen kommen, sondern dieses Orchester wird in jedem Jahr formiert aus fortgeschrittenen Studenten des Konservatoriums und Professoren, die musizieren. Und das ist für die Studierenden dieser Zeit ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe gerade im letzten Jahr die Memoiren von Wilhelm Keilmann, das ist ein Schüler Zilchers von 1933 bis 1938, herausgegeben. Da bekommt man das lebhaft mit, was das für einen 20-Mit-20-Jährigen bedeutet, das alles zu erleben. Und das waren damals alles Entdeckungen. Das war ja keine Standardmusik gewesen. Wenn ein junger Mensch mit 25 im Orchester Mozartfest mitspielt, dann lernt er dauernd ganz neue Musik kennen. Denn auch das war eine Idee, die Zilcher hatte, zu sagen, wir müssen diesen Mozart, der unser Ideal sein soll, oder eines unserer Ideale sein soll, überhaupt erst mal populär machen. Und werden Sie sagen, wie das? Ist Mozart kein populärer Komponist? Nun, was verstehen wir unter Popularität? Was wollen wir darunter verstehen? Wollen wir darunter verstehen, dass dieser Mann, dieser Komponist mit seinen gegen 800 Werken allgemein bekannt ist? In diesem Sinne ist auch Mozart heute nicht bekannt. Ich will Sie jetzt hier nicht vorführen und mal sagen, so, jetzt singen wir mal hier erstes Thema aus Kirchenverzeichnis 502 oder den Schlusssatz von 503, in welchem Tempo steht der? Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen überzogen, aber ich will nur sagen, wenn Sie sich mal ernsthaft fragen, welche Stücke von Mozart kenne ich, dann ist das ein kleiner Ausschnitt. Und dieser Ausschnitt, der ist in den 1920er Jahren noch unendlich viel kleiner. Das sind die, sagen wir mal, zweiter Ponte-Opern, weil Così fan tutte eigentlich nicht zählt. Also man spielt die Zauberflöte, man zählt den Don Giovanni und man spielt Le Nozze di Figaro, man spielt die Jupiter-Symphonie und vielleicht die G-Moll-Symphonie, man spielt die kleine Nachtmusik. Dann hat man aber das Repertoire schon so ziemlich erschöpft. Zum Beispiel, was ganz fehlt, ist die Kirchenmusik, die nicht bekannt ist. Da hat das 19. Jahrhundert ganze Arbeit geleistet. Abgesehen vom Requiem ist die Kirchenmusik Mozarts beinahe verschwunden aus dem Repertoire. Und wenn sie überhaupt aufgeführt wird, ja, wo wird sie denn aufgeführt? Natürlich nicht im Konzertsaal, weil man in dieser Zeit noch nicht auf die Idee kommt zu sagen, ein kirchenmusikalisches Werk können wir säkular aufgefasst auch in einem Konzertsaal spielen. Ich nehme an, dass vielleicht ältere von Ihnen auch noch Mühe hätten, die Matthäus-Passion sich in einem Theater anzuhören. Und nicht in einer Kirche. Das Gefühl verliert sich im Moment, aber im katholischen Raum, in dem wir uns ja hier bewegen, sind Konzertaufführungen
von Messen noch keine 50 Jahre üblich. Zilcher umgeht das, indem er sagt, wir machen immer im Rahmen des Mozartfestes ein Konzert in der Neubaukirche, die damals noch eine Kirche war und nicht eine Aula, wie sie es heute ist. Ja. Dann ist es zwar keine gottesdienstliche Darbietung, aber es ist wenigstens noch in dem Raum, in dem die Musik hört. Das ist ein wichtiger Gedanke, dass Zilcher der Überzeugung ist, wir müssen diese alte Musik, diese historische Musik an den Ort bringen, wo sie ursprünglich hingehört hat. Zum Beispiel in die Residenz. Mozarts Musik ist Musik für solche Räume. Die ist nicht Musik für eine Stadthalle oder für einen modernen Konzertsaal von ihrer ursprünglichen Intention her, sondern für tatsächlich für den Kaisersaal oder für den Gartensaal oder für den Fürstensaal oder für den Residenzgarten. Und die Kirchenmusik ist Musik für den Dom oder für die Neubaukirche oder Augustinerkirche, was auch immer. Da ist auch ein Moment des Bewahrens, des Konservierens, nämlich die Ortsbewusstheit, möchte ich es einmal nennen. Ja, Musik kann eben nicht überall gespielt werden. Freilich, genau dieses Empfinden wird durch die moderne Technik ja mehr und mehr ausgehöhlt. Heute haben wir kein Bewusstsein mehr für den Ort von Musik. Wir stecken uns zwei Stöpsel ins Ohr, gehen in Kramschatzer Wald joggen und hören dabei Exultate Jubilate. In jeder x-beliebigen Interpretation, die wir im Netz finden. Das ist ein, ich versuche das auch meinen Studenten immer beizubringen, das ist ein Bewusstseinswandel, den wir uns klar machen müssen, ja, wenn Musik ihren angestammten Ort verliert. Und da ist Zilcher auch jemand, der sagt, da haben wir jetzt eine große Chance, ja, diese Musik in diese Richtung zu bringen und sie da zu verorten. Und das tun wir mit jungen Leuten, die das dann lernen, die davon überzeugt sind. Und wer nicht überzeugt ist, der geht im Übrigen. Das tun ja auch Studenten. Die finden dann irgendwann, nein, das hier ist nicht zeitgemäß. Ja? Das hat Zilcher sicher auch gemerkt, dass es da immer wieder auch einen gewissen Widerstand gibt. Aber in der großen Menge, auch in der Menge des Publikums, wird er getragen. Sodass tatsächlich dieses Mozartfest mit seiner ästhetischen Ausrichtung und mit dem, ja, gewissen, wie soll man sagen, erhaltenden Charakter, staatstragenden Charakter in Anführungsstrichen, ihm die Gewissheit gab, ich bin hier auf dem richtigen Weg. So muss ich weitermachen. Er wurde dabei auch noch unterstützt durch eine Bewegung, die einerseits gegen die Spätromantik war, also gegen diese Weltanschauungsmusik, die andererseits aber gegen die Radikalität der Moderne auch skeptisch eingestellt war, sondern einen Mittelweg suchte. Und dieser Mittelweg, der sollte darin bestehen, dass man sich an ein Musizierideal anlehnt, das auf Leichtigkeit, auf Durchsichtigkeit, auf leichte Verständlichkeit bei gleichzeitiger Kunsthaftigkeit ausgerichtet war. Ich lese Ihnen einen Text vor, der 10 Jahre oder 15 Jahre vor der Einrichtung der Mozartfeste geschrieben worden war, gar nicht von einem Würzburger, sondern von einem, so könnte man sagen, Mozart-Aktivisten. Denn tatsächlich beginnt im frühen 20. Jahrhundert eine regelrechte Mozart-Bewegung, die mit militanten Ausdrücke wie zurück zu Mozart oder mehr Mozart auftritt, und zwar als eine Antibewegung gegen die Spätromantik. Und da heißt es in dem Text eines berühmten damals Klavierpädagogen Rudolf Maria Breithaupt, mehr Mozart will sagen, weniger Absicht und mehr Naivität, weniger soll Musik und mehr ist Musik. Mehr Mozart, mehr positive Erfindung und süßeren melodischen Kern. Mehr Mozart, weniger kontrapunktisches Kraftmeiertum und mehr natürliches Tonspiel. Weniger harmonisch-modulatorische Ohrenreize und mehr harmonische Basen, Grundakkorde und Gefühlsgrundbegriffe. Weniger Überraschungen,
dafür einfachere und schlichtere Sätze. Keine rhetorischen Floskeln und Redensarten und mehr produktive Gedanken in schlichter Fassung und logischer Entwicklung und Schließung. Und schließlich mehr Wagner-Mozart, das heißt mehr von der Klarheit ihrer köstlichen Silberstiftzeichnung und weniger von der aufdringlichen, unfeinen Art, mit einem fetten Farbenquast zu spritzen. Da haben Sie so in einem sehr pointiert formulierten Text genau das, was auch Zilcher empfunden hat. Und wie das sich bei ihm anhört, wenn er versucht, Musik aus diesem Geist zu komponieren, das möchte ich Ihnen an einem Beispiel aus seiner Feder vorführen. Zilcher hat ab einem bestimmten Zeitpunkt, und das leitet uns jetzt dann noch über in die Zeit der 30er Jahre, damit begonnen, Kompositionen zu verfertigen aus dem Geiste Mozarts, also Mozartianer-Kompositionen. Und er hat das in verschiedener Weise getan. Eine dieser Weisen war, Mozarts Musik zu arrangieren, also in ein neues Klangbild zu bringen. Bei der Eröffnung des diesjährigen Mozartfestes konnten wir davon ja ein Beispiel wahrnehmen, die Bearbeitung der F-Moll-Orgelfantasie, Köchelverzeichnis 604 für großes Orchester. Da ist es der Versuch, den dramatischen Mozart herauszustellen, also die, wie man damals sagte, dämonischen Kräfte, die in Mozart schlummern, zu wecken und darzustellen. Oder aber er schrieb Variationen. Und Variationen, das meint, ich, Zilcher, gehe aus von einem Gedanken Mozarts, den ich aufnehme, den ich mir sozusagen borge und denke ihn weiter. Denke ihn weiter in Richtung einer Tonsprache, wie ich sie mir wünsche und vorstelle. Und er hat ein Konzertstück geschrieben für Flöte und kleines Orchester, bei dem er ein Thema von Mozart aus einem Divertimento, dem Divertimento Köchelverzeichnis 251, das ist auch unter dem Spitznamen Nannerl Septett bekannt, gewählt hat. Das ist also Unterhaltungsmusik, Salzburger Unterhaltungsmusik aus der höfisch-bürgerlichen Atmosphäre. Das ist ja in Salzburg eng beieinander. Eine Musik, die aus der Sicht dieser ästhetischen Haltung, wie Zilcher sie vertritt, heiter ist, geordnet ist, die kein zu viel hat und kein zu wenig hat, die genau dieses Ideal birgt, dass man freilegen soll, ja, Musik zu sein, nur Musik zu sein, aber kein leeres Tonspiel, sondern eben eine Musik, die den Menschen, wie er glaubt und wie er hofft, unmittelbar erreicht. Bei Mozart hört sich dieses Thema so an. Also das ist ein Stück Musik, das, wenn man das mit den Ohren der Salzburger Zeitgenossen von 1776 hört, die in ihrem Kontrast zwischen dynamischem Anfang, einem kraftvollen Einstieg und einem dann demgegenüber zurückgenommenen, antwortenden Gestus einen sehr belebenden, und wie in der Tempoangabe heißt, Allegro Molto Charakter hat. Das ist keine Musik, die man im oberflächlichen Sinne heiter nennt, sondern das ist eine Musik, die dem Diletto, also dem Vergnügen, und zwar durchaus auch dem geistigen Vergnügen, dienen soll. Und
Zilcher übernimmt genau dieses Thema, aber er übernimmt es anders. Er schreibt in seine Partitur graziös. Und damit ist so eine stilisierte Rokoko-Haltung gemeint, die nun aus diesem dynamischen, voranschreitenden, kontrastierenden, der sehr lebhaften Musik Mozarts ein eher gemütliches, ein in ganz reguläre Bahnen gelenktes Musikstück macht. Leider gibt es keine Aufnahme dieses Stücks für die intendierte Besetzung, nämlich ein mittelgroßes Orchester, sondern nur eine Aufnahme mit der vom Zilcher selbst eingerichteten Klavierfassung. Und da hören wir jetzt mal rein, und ich glaube, der Unterschied, der wird unmittelbar Ihnen deutlich werden und der zeigt, welche Differenz zwischen dem, ich sage jetzt mal wirklichen Mozart der Jahre, der 1770er Jahre, und dem adaptierten Mozart der 1930er Jahre besteht.
Ja, man könnte sagen, große Spätromantik minus Mozart ergibt diese zwischendrin Musik, die eine Haltung, also ich spüre aus dieser Musik vor allen Dingen die Haltung heraus. Ich meine, dass das handwerklich gut gemacht ist, ist keine Frage. Wenn man sich die Partitur anschaut, das ist apart instrumentiert. Das ist auch dankbar für den Flötisten, auch im Zusammenspiel. Also das steht hier ganz außer Frage. Aber die, wie gesagt, die Haltung, die dahinter steckt, die ist sehr bezeichnend. Und die ist auch sehr bezeichnend für den Geist des Mozartfestes, wie er hier webte, wenn denn neue Musik im Mozartfest gespielt wurde. Denn das geschah. Zilcher hat immer auch andere Musik als diejenige Mozarts aufs Programm gesetzt, und zwar vorzugsweise seine eigene. Die aus diesem, aus dieser Haltung heraus komponiert worden ist. Ich würde jetzt ganz kurz mit Ihnen die kleine Bühne Würzburgs verlassen und einen Blick auf die große Welt, die große böse Welt richten und das Jahr 1933 in den Blick nehmen. Wenn man meint, mit der sogenannten Machtergreifung der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei sei sozusagen mit Blick auf die Mozartpflege eine neue Zeit angebrochen, dann irrt man. Denn vieles, was hier angelegt war, von dem ich jetzt auch schon gesprochen habe, das konnte man nahtlos weiterführen. Radikal war der Bruch der Nationalsozialisten mit der Moderne, die wurde einfach abgeschnitten. Bösartig radikal war die Rassenpolitik, die jüdische Musiker vertrieb und Kompositionen jüdischer Musiker von den deutschen Programmen strich. Das wissen Sie alle, Felix Mendelssohn Bartholdy, die Sommernachtstraumouvertüre, Violinkonzert, wurden nicht mehr gespielt, sie durften nicht mehr gespielt werden. Und wer nicht Mitglied der Reichsmusikkammer war, der konnte in Deutschland nicht Musik machen. Das kam, und das meine ich jetzt zunächst einmal als eine neutrale Feststellung, Menschen, Musiker mit der Haltung eines Hermann Zilcher zu Pass. Denn da die ohnehin keine Beziehung zur Moderne hatten, ja, und das kann man an den Ausbildungsprogrammen sehen. Man kann das sehen an den Konzerten, die das Konservatorium gab. Das ist alles, die Jahresberichte sind alle vorhanden, man kann das wunderbar verfolgen. Da spielte die moderne Musik ohnehin kaum eine Rolle. Und ich erwähnte eben Hindemith, der hier einmal war, das wird gerne so als Alibi genommen. Hindemith war ja mal da. Naja, Hindemith ist unter anderem da, weil er Frankfurter war, so wie Zilcher auch. Und offensichtlich kannte Zilcher Hindemith nicht gut genug, denn als er dann hier spielte, das Pratschenkonzert, da gab es hinterher ein Zusammentreffen und das hat Zilcher maßlos geärgert, weil der aufmüpfige Hindemith wohl den ganzen Abend über Beethoven geschimpft hat. Das war eine Haltung, die damals junge Musiker umtrieb. In den 1920er Jahren war man als moderner, progressiver Musiker gegen Beethoven, genauer gesagt gegen den Beethoven-Kult. Aber das hat Zilcher sofort aufgebracht und seitdem durfte der Name Zilcher, der Name Hindemith im Konservatorium nicht mehr genannt werden. Der war dann weg und Bartok wurde nicht gespielt und von der Wiener Schule nicht zu reden. Also das heißt, für Zilcher konnte es ohne weiteres so weitergehen, wie es auch schon in den 10 Jahren von 20 bis 13 Jahren bis 33 gegangen war. Das heißt, er musste sich gar nicht umstellen. Und was auch nicht verloren ging, war diese alte Überzeugung, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass deutsche Musik die größte sei. Mozart wurde in der Zeit des späten 19., dann aber vor allen Dingen in der Zeit der 10er, 20er Jahre und dann auch mal mit einem besonderen Schub in den 30er Jahren, ich möchte es einmal so nennen, germanisiert. Der deutsche Mozart. Mozart, der große Deutsche. Mozart als ein Komponist,
der das Wesen des Deutschen verkörpert. Mozart, der Komponist, dessen Musik aus dem Empfinden des Volkes herausströmt. Das sind Überzeugungen, die in den 20er Jahren gang und gäbe waren. Und da mussten die Nationalsozialisten überhaupt gar nichts mehr tun. Das war präsent. Ein Problem gab es für die Partei und für die Kulturpolitik mit einigen Aspekten der Biografie Mozarts, mit denen man nicht ohne weiteres zufrieden sein konnte. Das war zunächst Mozarts Zugehörigkeit zur Freimaurerloge. Die wurde in dem allgemeinen Verschwörungsnarrativ Freimaurer und Judentum verquast. Und es gelang dann in einer etwas abenteuerlichen Wolte, Mozart als Opfer darzustellen. Obwohl Mozart selbst Freimaurer war, wurde er Opfer einer Verschwörung der Freimaurer und der Juden. Und warum? Wegen der Zauberflöte. Die Zauberflöte war auch ein Problem, wegen der vielen Freimaurersymbole, wegen der Aufführungstradition mit ägyptischen Symbolen, mit Pyramiden. Da aber sagten die Verantwortlichen, dieses Stück ist so populär, dass diese anstößigen Elemente gar nicht mehr ins Bewusstsein dringen und haben deswegen die Zauberflöte unangetastet gelassen. Angetastet haben oder antasten mussten sie die großen Da Ponte-Opern, erstens weil Da Ponte Jude war. Das konnte man dadurch im Sinne der Ideologie etwas beherrschen, indem man Da Ponte mehr und mehr verschwieg und sagte, naja, also Da Ponte hat da zwar Wörter geschrieben, aber die sind ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja die Musik. Im Übrigen wurden im ganzen 19. Jahrhundert und noch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts bis in die späten 60er, 70er Jahre ohnehin alle Mozart-Opern auf Deutsch gesungen, galten also ohnehin als deutsche Opern. Und die deutschen Texte, die waren natürlich sowieso nicht von Da Ponte. Allerdings waren sie von Hermann Levy, dem jüdischen Dirigenten und Wagner-Freund. Und das war nun tatsächlich ein Problem, denn Levys Texte waren in der Praxis durchgesetzt. Das heißt, jeder Sänger, jede Sängerin, der Mozart-Partien sang, lernte aus Klavierauszügen mit der Levy-Übersetzung. Und da kämpfte die Partei einen ziemlich radikalen Kampf, der allerdings erst dann zu spät in Anführungsstrichen gewonnen wurde. Man hat nämlich tatsächlich die alten Levy-Texte konsequent überarbeitet und hat sie dann schließlich in den frühen 1940er Jahren für alle Bühnen verpflichtend gemacht. Das heißt, man hat alle Sänger und Sängerinnen gezwungen, die neuen Texte zu lernen, die konsequent, wie man damals meinte, entjudaisiert waren. Und dieser Wahn, der zeigt sich auch an anderen Stellen. Also man hat zum Beispiel auch im Requiem, Mozarts Requiem, alle die Stellen, in denen alttestamentliche Verweise sind, also wo von Zion die Rede war oder Quem olim Abrahae promisisti, was du Abraham und seine Nachkommen versprochen hat, das hat man alles eliminiert. Also diese Texte wurden dann auch im Lateinischen umgeschrieben, sodass diese Texte sozusagen komplett christlich waren. Das war zwar auch jetzt nicht die bevorzugte Domäne der nationalsozialistischen Geister, aber es war zumindest nicht mehr von jüdischem Einfluss, wie man glaubte, kontaminiert. Also diese wenigen Dinge, die konnte man beherrschen. Die Kirchenmusik spielte natürlich für die Nationalsozialisten keine Rolle und die wenigen Dinge, die in der Kirche gemacht wurden, die wurden radikal umgedeutet. Also Aufführungen von Mozarts großer C-Moll-Messe galten dann eben als ein heldisches Dankgebet an Gott für den Führer. Das ist für uns heute absurd und schwer nachvollziehbar, aber man sieht eben natürlich, wie tief diese verhängnisvolle Ideologie auch in der Breite wirkte. Im Übrigen aber war Mozart zunächst für die Nationalsozialisten relativ ohne größeren Belang. Denn Staatskomponist im Dritten Reich war Ludwig van Beethoven, bevorzugter Komponist vor allen Dingen für
Parteitagsereignisse war Richard Wagner. Gewisse Inszenierungen ließen sich mit Anton Bruckner durchführen. Und im Übrigen, das wissen wir ja, war Hitler eher ein Freund der Operette. Wann kam nun Mozart wirklich ins Spiel? Mozart kam ins Spiel 1941, beim 150. Todestag. Dieses Ereignis musste in irgendeiner Weise gefeiert werden. Und zunächst sah es so aus, als würde man das alles mit Salzburg verbinden. Hitler hasste ja Wien und setzte alles daran, dass Salzburg zur Mozartstadt erhoben wurde, sozusagen zur Metropole des Mozartgeistes. Das konnte man gut verbinden mit den Festspielen, mit den Salzburger Festspielen, die ja auch 1921 von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss ins Leben gerufen spielten. Die waren sehr viel elitärer angelegt als das Mozartfest. Strauss hat strikt unterbunden, dass Studierende aus dem Mozarteum in Salzburg bei den Festspielaufführungen mitwirken, also genau die gegenteilige Position, die Zilcher eingenommen hat. Also Salzburg sollte es werden, und da kommen jetzt, das kann ich jetzt ganz kurz fassen, die Kulturpolitik im Dritten Reich war in sich zerstritten, da gab es ganz unterschiedliche Kräfte, und hier war es vor allen Dingen Goebbels, der als Propagandaminister sehr stark einwirkte, und in Wien war es Baldur von Schirach, der dort Kulturverwalter war. Und das Ende vom Lied war, 1941 wurde die große Festwoche des Deutschen Reiches zu Ehren von Mozart eben nicht in Salzburg inszeniert, sondern in Wien. Und da nun musste Mozart so dargestellt werden, dass er überhaupt noch in die Zeit passte. Denn 1941 sind wir bereits in einer schwierigen Phase, schwierigen Anführungsstriche des Zweiten Weltkrieges, der Russlandfeldzug, die immer stärker werdenden Nachrichten von militärischen, ich sage jetzt zunächst mal Schwierigkeiten, der ungeheure Aufwand, den die Propaganda leisten musste, um das alles positiv darzustellen. Und da war jetzt die Frage, wie passt Mozart da rein? Und Mozart passte zunächst herein als großer Deutscher, der sein Leben lang gegen fremde Mächte kämpfen musste und am Ende gesiegt hat. Das heißt, Musik von Mozart aufzuführen, bedeutet, einen Kampf nachzuvollziehen, der am Ende siegreich ausgegangen ist. Und wenn wir jetzt den Figaro aufführen, wenn wir in der Staatsoper den Propagandaminister Goebbels eine Rede halten lassen, wenn zum Schluss der Festwoche Wilhelm Furtwängler mit den Wiener Philharmonikern das Requiem aufführt als eine große Heldenmusik, ja, dann können wir tatsächlich es rechtfertigen, dieses Mozartfest zu feiern. Es ist übrigens interessant, das sage ich nur in Klammern, Goebbels hat bei der Gelegenheit überhaupt erst das Requiem kennengelernt. Er kannte das bis dahin nicht, war sehr beeindruckt, schrieb aber dann in sein Tagebuch, das Werk müssen wir verbieten, weil es in seiner Haltung die Bereitschaft zum Kampf nicht steigert. Schwenkt zurück von der großen Bühne ins kleine Würzburg. Da wird 1941 auch ein Mozartfest gefeiert, das bis dahin größte. Und man könnte meinen, wir sind hier in einem unpolitischen Idyll. Ja, wenn man zum Beispiel das originale Material, den Werbeflyer nimmt, das Programmheft, da gibt es kein Hakenkreuz und nichts. Man hat den Eindruck, hier wird diese schöne Illusion, da gibt es die böse Welt mit Krieg und Verfolgung und all dem Scheußlichen, und auf der anderen Seite gibt es die unberührte Welt der Kunst.
Und da ziehen wir uns einfach mal ein paar Stunden hin zurück. Das ist ja diese Weltflucht-Idee, die auch zu den fatalen Erbe der romantischen Ästhetik gehört. Die blühte ja in der Zeit. Ja, warum machen wir das? Wir machen das, um in eine bessere Welt einzutauchen. Das wurde hier in 1941 auch verwirklicht mit einem großen Programm, mit vielen Konzerten, mit auch inzwischen der Beteiligung des Reiches. Das war Zielicher natürlich eher weniger recht, aber die Organisation Kraft durch Freude hatte inzwischen entdeckt, welche Rolle es spielen könnte, hier die Mozartfeste besonders zu unterstützen. Da werden auch die Inszenierungen im Residenzgarten gefördert, also diese Tanzaufführungen, da werden Sie vielleicht auch Bilder sehen. Und Zilcher hat bei dem allen mitgemacht, weil er da mit seinem Künstleregoismus natürlich zunächst einfach sich wunderbar gefördert sah. Und auf der anderen Seite aber auch seine ästhetischen Überzeugungen immer wieder neu bestätigen konnte. Ja, selbst wenn die Welt drumherum schwierig wird und es drunter und drüber geht, mit Mozart haben wir eine Ordnungsmacht in der Welt. Ja, und zwar eine deutsche Ordnungsmacht, eine, die uns gehört, auf die wir nicht verzichten können und die zu pflegen geradezu eine Pflicht ist. Ich lese Ihnen aus einem Aufsatz, den Zilcher in dieser Zeit geschrieben hat, einen Passus vor. Der ist jetzt schon etwas gruselig, aber er ist jetzt für die Zeit nicht irgendwie ungewöhnlich. Also Zilcher wendet sich zunächst gegen die sachliche Mozart-Auffassung, also die dieser romantischen Auffassung widerspricht, und sagt, gewissen gefühlskalten, im letzten Grund unmusikalischen Kreisen war der dämonische, zärtliche, ernste und leidenschaftliche Mozart fremd. So war es eine wundervolle Aufgabe, in die stilistische Verwilderung und Verwässerung nun Mozart in all seinem Empfindungsreichtum herauszustellen. Nach 20 Jahren, so dann Zilcher weiter, erfüllt das Würzburger Mozartfest einen im deutschen Musikleben längst anerkannten erzieherischen Zweck. Und dann geht es weiter. Die großen deutschen Tonschöpfer wurden wohl nie undeutscher und artfremder dem Volk gedeutet als zu jener Zeit, wo jüdisches Musizier- und Dirigentenunwesen das Musik- und Konzertleben bei uns beherrschten. In den neuen Wegen, die heute im nationalsozialistischen Staat auch auf dem Gebiet der musikalischen Volksbildungsarbeit beschritten werden, erblicke ich durchaus die größten bisherigen Ansätze dafür, auch in der breiten Masse die an sich vorhandene Erlebnisbereitschaft und das Verständnis für die Musik ganz allgemein mehr als früher zu wecken. Diese Überzeugung, die hier zum Ausdruck kommt, die war, so wie ich Zilcher einschätze, ehrlich gemeint. Also er war davon überzeugt und durchdrungen, dass er mit Mozart das Volk empfängnisbereiter für das Schöne machen könne und damit in seinem inneren Wesen, in seinem inneren Deutschtum stärken könne. Also dieses volksbildnerische, volkserzieherische war ihm ein ernsthaftes Anliegen. Ich will jetzt hier nicht darüber spekulieren oder resonieren, wie man Zilchers Haltung zum Nationalsozialismus und zur nationalsozialistischen Partei genau zu bewerten. Das ist ein sehr schwieriges Thema und auch mit vielerlei Fallen umstellt, die man leicht tappen kann. Aber dass er mit all seinem Charisma, was er hatte, und mit all seiner auch gestalterischen Kraft und organisatorischen Kraft überzeugt war,
auch in diesem verbrecherischen Regime, das er ja letztlich stabilisierte, durch die Art und Weise, wie er da mitmachte, dass er damit gleichwohl etwas Gutes tut, etwas Gutes für die Menschen tut, das, glaube ich, hat ihn bis zum letzten Atemzug beherrscht. Und er war sogar so weit zu gehen, zu sagen, als die völlig verblendete Propagandamaschinerie dann 1944 noch meinte, einen letzten Mozart-Sommer durchzuführen. Er hat sich vehement dagegen gewehrt. Diese Schriftstücke sind erhalten. Ich habe mir die alle durchgelesen. Und er argumentiert heftig dagegen und sagt, wir können das nicht machen. Das geht rein organisatorisch nicht. Die Wege sind zerbombt. Ja, wir haben, wenn wir das durchführen, dauernd damit zu rechnen, dass wir abbrechen müssen und alle in die Luftschutzbunker müssen. Und vor allen Dingen, es geht doch nicht, dass wir, wie das dann tatsächlich auch durchgeführt werde, schwer verwundete, versehrte, verkrüppelte Soldaten von der Front in den Residenzgarten setzen, dort schöne Mozartmusik spielen, nett anzusehende, in Rokoko-Kostüme gekleidete Mädchen tanzen lassen. Ja, das ist eine Perversion. Aber als er sich damit nicht durchsetzen konnte und ihm die Verantwortung für das Mozartfest entzogen wurde, hat er gleichwohl die musikalische Leitung dieser Veranstaltung übernommen. Da zeigt man, da sieht man die ganze Ambivalenz. Da sieht man aber auch, welchen Wert das für ihn hat. Also für Zilcher brach eine Welt zusammen. Oder wäre zusammengebrochen, wenn er gesagt hätte, ich muss zugeben, mit meinem idealistischen Ansatz erreiche ich hier nichts mehr. Ja, und dann war dieses Mozartfest an sein Ende gekommen, 1944, und die Welt lag nun endgültig in Trümmern, und wir werden dann bei dem nächsten Allzeitgespräch uns darüber Gedanken machen können, wie konnte man überhaupt weitermachen? Wie konnte man überhaupt daran glauben, dass das jetzt noch geht? Ja, nach diesem Missbrauch, der es letztlich war, alle Formen wieder zu aktivieren, so als seien diese 12 Jahre ein Betriebsunfall gewesen. Das ist schwierig, das ist eine heikle Frage, und der Historiker hat sich vor einem zu hüten, hier Richter spielen zu wollen. Aber so wie wir jetzt heute Abend ein bisschen gedrückt ans Ende kommen, so werden wir mit einer gewissen Bedrückung auch wieder beginnen müssen. Denn, ich habe am Anfang gesagt, es gibt die Kontinuitäten. Es ist nicht so, dass 1933 nun plötzlich zack alles anders wurde. Und dasselbe gilt für das Ende dieser Geschichte. Es wurde 1945 auch nicht alles anders. Die Stunde Null, die vielbeschworene, entschuldigen Sie sich das so, dezidiert sage, die gibt es nicht, sondern es gibt die Kontinuität, und der haben wir zu folgen. Ich möchte aber, damit es jetzt nicht doch ganz so endet, obwohl wir uns ja dem zu stellen haben, ich möchte Ihnen am Schluss noch auch aus dieser Zeit von 1943 eine Aufnahme, soweit ich sehe, die einzige Aufnahme vorspielen, einen kleinen Ausschnitt, wo wir Hermann Zilcher als Pianisten hören. Und zwar als Pianisten in einem Klavierkonzert, dem letzten Klavierkonzert Mozarts, Verzeichnis 595, der letzte Satz, der noch einmal für diesen Geist der Heiterkeit stehen kann, denn Mozart greift da ein Thema auf, das eng verwandt ist mit dem Lied »Komm lieber Mai und mache«. Zilcher hat dieses Konzert in Berlin, in der Reichshauptstadt, aufnehmen dürfen. Sein Sohn hat dirigiert, und den Ausschnitt, den ich Ihnen jetzt vorspiele, der verfolgt mehreres. Der bringt Ihnen einfach so ein bisschen das Klangbild der 1940er Jahre vor Ohren. Er zeigt
wie Zilcher Klavier gespielt hat. Erstaunlich klar, erstaunlich unprätentiös. Also da ist gar nichts von irgendwelchem Drücken und Ausdrücken wollen, sondern er spielt das in einer doch beachtlichen Souveränität. Und dann kommt der Punkt, wo die Kadenz einsetzt. Und er hat eine große Kadenz für diesen Satz geschrieben, eine dreiteilige Kadenz, indem er einerseits vorführen kann, will, was er alles kompositorisch kann. Da gibt's also, da werden Sie viel Kontrapunkt hören. Und dann entführt er uns plötzlich in diese heile Welt von Komm lieber Mai und Mache. Und am Schluss wird es dann etwas virtuos. Das heißt, in dieses Mozartsche Klavierkonzert setzt Zilcher seine Kadenz, also seinen Solo-Einsatz, seinen selbst komponierten Solo-Auftritt, in dem nochmal alles aufscheint, was für Zilcher in seinem Mozart-Verständnis von Bedeutung war. Thank you.
Finis. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir haben auch noch ein paar Minuten aufgehoben, um Ihre Fragen zu stellen, dass Sie an Herrn Konrad das noch richten können, was Ihnen noch wichtig ist. Und ich bin sehr froh, dass dieses 100-jährige Jubiläum Anlass und Gelegenheit war, die Geschichte seit 1921 wirklich gründlich aufzuarbeiten, die hier in Würzburg gespielt hat, auf der Bühne des Mozartfestes. Und bei allen denke ich, Mozarts Musik kann nichts dafür. Mozarts Musik ist unschuldig geblieben und sie eignete sich eben in einer besonderen Weise, die Menschen durch die Zeiten zu begleiten. Wenn Sie unsere kleinen Produkte, die Taschen, gesehen haben, haben wir einen Spruch von Hermann Hesse hineingeschrieben. Und zwar einen Ausspruch, den er zu Beginn der 20er Jahre, also fast zeitgleich mit der Gründung des Mozartfestes, in sein Tagebuch notiert hat. Mozart, das bedeutet, die Welt hat einen Sinn. Und dieser Gedanke, also dieses Mozart-Bild der Nachkriegszeit, das auch das gleiche Bild war in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, der hat die Menschen sozusagen getragen. Und die mozartsche Musik war besonders geeignet, eben die Menschen zu orientieren, eben Orientierung zu geben in einer orientierungslosen Zeit. Und wir werden nächstes Mal wahrscheinlich auf Eugen Jochum zu sprechen kommen, der das neue Mozartfest ab den 50er Jahren gerechtfertigt hat, mit den gleichen Worten auf seine Weise eben, also dieses Versöhnende der Gegensätze von heiter und tragisch, von hell und dunkel. Und auch der Geiger Karl Flesch hat über die mozartsche Musik gesagt, aufrecht im Wandel der Zeiten. Warum nicht Beethoven zum Beispiel? Was unterscheidet die Musik von Beethoven zu der von Mozart in der Eignung, den Menschen durch die Zeiten diese Stabilität zu geben und die Orientierung zu geben? Es war letztlich Bach, auch in Ansbach, die Bachwoche wurde auch eben nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, und die Musik Mozarts, die sich offensichtlich in besonderer Weise dafür eigneten. Und der Mozartforscher Erich Valentin sprach ja von Maß, Mitte und Ordnung, die man in der mozartschen Musik findet. Vielleicht ist das noch eine Frage, ob das Verklärungen sind. Natürlich sind auch das alles Bilder, Mozart-Bilder. Und vieles von dem, was wir aufgearbeitet haben für uns aus der Perspektive des Mozartfestes, wie es sich in Würzburg gestaltet und entwickelt hat, haben wir eben in diesem Mozart-Buch zusammengetragen in Essays. Den Eröffnungsessay hat Ulrich Konrad geschrieben, eben über das Notat, was schreibt Mozart vor sozusagen. Aber der dritte Teil ist eben auch die Chronik, der die ganze Würzburger Geschichte in den 100 Jahren darstellt und auch wirklich wunderbar bebildert zeigt, den Wandel der Zeiten. Und Künstlergespräche sind in dem Buch. Auch die CD-Box ist ein gutes Stück Arbeit, was uns über 3 Jahre beschäftigt hat. Wir haben leider keine Aufnahmen aus dieser Zeit, von 1921 bis 1944. Und die Aufnahmen, die wir haben, setzen tatsächlich 51 an. Die allermeisten sind in den Archiven des Bayerischen Rundfunks zu finden. Und wir haben über 1000 Konzertmitschnitte identifiziert und digitalisiert und ausgewertet und reingehört und recherchiert. Und zwar daraufhin, dass es Mitschnitte sind, die noch nicht veröffentlicht sind. Also sie wurden einmal gesendet. Denn der Bayerische Rundfunk war ja der stärkste Partner seit den frühen 50er Jahren und es ist lange geblieben, und haben dann uns eben entschieden für eine Summe von Werken, die auf 6 CDs Platz haben und die sämtlich Erstveröffentlichungen sind und die weltweit nicht auf dem Markt zu haben sind, und haben damit sozusagen auch einen tönenden Begleiter zu dem Buch herausgebracht. Und vielleicht noch die Frage von mir, und dann gebe ich sehr gerne Ihnen das Wort. Warum die Musik Mozarts? Also was unterscheidet sie zum Beispiel von Beethoven? Ich will mal so sagen, die Musik ist ein leichtes Mädchen.
Und wenn sie am Straßenrand steht und es kommt jemand vorbei und lächelt ihr zu, dann geht sie mit. Damit will ich sagen, jede Musik, egal ob es Mozart ist, ob es Bach ist, ob es Beethoven ist, ob es Wagner ist, kann instrumentalisiert werden. Und sie kann instrumentalisiert werden für das Gute und sie kann instrumentalisiert werden für das Böse. Und das haben wir gründlichst gelernt. Und wer es immer noch nicht gelernt hat, dem würde ich sagen, dem ist fast nicht zu helfen. Wir sind es, die letztlich der Musik den Sinn geben und nicht die Musik uns. Was Hesse gesagt hat in dieser für ihn persönlich schwierigen Situation ist, ja, wir Menschen sind bedürftig solchen Ordnungsgebern und wir können uns auch Mozart als ein solches Sinnbild für Ordnung, also Harmonie in einem ursprünglichen Sinne, ja, also eine Geordnetheit des Ganzen nehmen. Aber das haben letztlich die Nationalsozialisten auch getan. Auch für die war Mozart in ihrer Sicht der Welt ein ordnungsgebender Faktor. Dem Missbrauch von Kunst in jeder Richtung ist wahrscheinlich kein Einhalt zu gebieten. Auch heute wird, so wie gewisse Kunst auch missbraucht wird im Kommerz, ja, also ich empfinde es schon als einen Missbrauch Mozarts, wenn Werbefachleute diese Musik vornehmlich einsetzen bei Mineralwassern, ja, und vegetarischen Gerichten. Ja, natürlich, Reinheit, Klarheit, Gesundheit werden damit vermittelt. Aber das ist Missbrauch. Oder Sie sagen von mir aus, es ist Gebrauch, dann finde ich, ist es ein problematischer Gebrauch. Ja. Also das heißt, wenn unsere Haltung ist letztlich die entscheidende, was wollen wir, was können wir, was verbinden wir mit dieser Musik, inwieweit lassen wir der Musik auch ihr Eigenrecht? Das gehört alles zu den schwierigen Fragen auch im Umgang mit Musik, wenn das verantwortungsbewusst geschehen soll. Also wenn man der Musik tatsächlich die hohe Rolle zuweist, die man ihr ja im 19. Jahrhundert zugewiesen hat, dann wird die Aufgabe immer größer, mit ihr auch angemessen umzugehen. Und da bin ich auch heute nicht sicher, ob uns das immer zu jedem Zeitpunkt so bewusst ist. Deswegen, das ist auch meine Überzeugung, deswegen ist auch sowas wie das Mozartfest wichtig, um zumindest darauf hinzuweisen. Ja, damit jedem ist freigestellt, wir sind glücklicherweise in einem freien Land, warum er zum Mozartfest geht und was er da mitnimmt für sich und wie er das bewertet. Aber für mich ist ganz wichtig, dass es hier in dieser Stadt im Umgang mit Mozart einen programmatischen Ansatz gibt, der zumindest mal einen Punkt markiert, von dem aus man auf Mozart schaut und schauen will und zumindest das Angebot macht, wollen wir es gemeinsam als Gesellschaft versuchen, von dem Punkt aus mal zu sehen. Ja, denn mehr kann ein solches, also dieses, was da Zilcher, was ich vorgelesen habe, volkserzieherisch, Kunst kann nicht erziehen. Ich wüsste nicht zu was. Und ich meine, dann müsste man eigentlich auch sagen, und dann hat sie oft genug als Erzieherin versagt. Ja. Das ist bitter. Ich meine, natürlich würde ich wahrscheinlich, wenn ich hier vor 50 Jahren, dann wäre ich der Überzeugung gewesen, ich setze Ihnen jetzt hier, eröffne ein idealistisches Buffet und dann können wir alle mal naschen an den schönen, hehren Gedanken. Ja. Aber das, ich wüsste nicht, wie ich das ernsthaft machen sollte. Das ist aus, glaube ich. Ja, ich habe es angemacht. Jetzt dauert immer ein bisschen.
Das ist eben ein Mozart-Bild, was uns wichtig war, dass es in diesem 100. Jubiläum gezeigt wird. Das begann mit einem Vortrag von Herrn Konrad am Sonntag im Shalom Europa über die Mozartpflege im Dritten Reich. Am Nachmittag hat der Literaturwissenschaftler Peter André Alt in der Neubaukirche einen Vortrag gehalten über die ästhetische Erziehung durch Kultur und Kunst bei Schiller angesetzt und dass sie eigentlich nur misslingen kann. Und am Abend gab es eben wieder im Shalom Europa ein Programm, was der jüdischen Geigerin Alma Rosé gewidmet war, die die Leiterin des Mädchenorchesters im Konzentrationslager Auschwitz war. Und letztlich schließt sich dieser Bogen heute Abend mit dieser Veranstaltung Aufbruch und Zusammenbruch. Und das ist ein düsteres und trauriges Bild Mozarts im 20. Jahrhundert, aber es darf eben auch nicht ausgelassen werden. Ich habe das Mikrofon für Sie, wenn Sie etwas fragen wollen. Sie können auch ohne Mikrofon fragen. Sehr gerne, Herr Wiedemann. Ich staune immer wieder, mit welcher Akribie Machthaber Sachen umschreiben, Stellen tilgen, wie nach jeder Revolution Symbole zerstört werden, Bilder zerstört werden. Hat man denn geglaubt, dass Passagen im Requiem, in der C-Moll, wo auch immer, die eben auf missliebige Hintergründe hinwiesen, dass das Publikum das überhaupt verstand? Also hat man mit einem so gebildeten Publikum gerechnet, dass solche Stellen Schaden hätten anrichten können? Ja, das ist schwer zu sagen. Natürlich, wenn wir zumindest in der katholischen Tradition uns bewegen, da ist das Requiem natürlich noch in viel stärkerer Weise präsent als heute. Ich meine, bis kurz nach dem Zweiten Vatikan und bis in die 1970er Jahre wurde das Dies Irae bei jeder Beerdigung gesungen. Das heißt, die Texte waren zumindest, die hat man immer so gehört. Ja. Und das Bildungsbürgertum, das sicher damals noch viel ausgeprägter als heute Trägerin dieser Veranstaltungen war, hat das schon gewusst. Und ich meine, vielleicht hat sich da mancher gedacht, wieso singen die jetzt hier nicht Quam olim abrahe promisisti, sondern Quam olim homini promisisti. Aber da gibt es keinen Widerstand. Ja, das wird dann eben entweder stillschweigend akzeptiert. Die Leute nehmen es dann hin, so wie sie ja auch sonst hinnehmen, dass Kunst verhunzt wird. Ich habe also noch nie erlebt, dass einer irgendwie aufsteht und sagt, halt, also wie du da in die Partitur eingegriffen hast oder wie du jetzt da gerade gespielt hast, so geht das nicht. Ja, also ich glaube, der Kunstgenuss, in Anführungsstrichen, der ist, so sind wir erzogen worden, der ist sehr zivilisiert, aber er schluckt unendlich viel. Das ist also zu Mozarts Zeit, wir müssen uns das mal vorstellen, wenn Mozart ein Konzert gab, ja, und ein Satz gefiel gut, ja, dann wurde in den Satz hineingeklatscht. Das ist wie bei einer Jam-Session im Jazz. Ja. Und wenn etwas nicht gefiel, dann wurde gezischt. Ja. Dann wurde, also es war eine unmittelbare Kommunikation, eine unmittelbare Reaktion. Aber ich weiß gar nicht, was man inzwischen in Konzertsälen noch machen muss, damit ein Publikum überhaupt mal irgendwie rebelliert. Also haben Sie Mut. Also die Nationalsozialisten, die, ich meine, das sind, solche Leute sind ja schlau. Ja, solche Machthaber sind schlau, abgesehen davon, dass sie die Macht haben. Und das stelle ich mir doch auch hier in so einer Stadt wie Würzburg schon auch schwierig vor. Also hier Widerstand zu leisten, wo beobachtet wird, wo auffällt, wo man seine Existenz gefährdet mit einer Äußerung, die man öffentlich tut. Das ist schon, ich habe es nicht erfahren, meine Generation hat es nicht erfahren. Also wir können heute allerlei sagen und dann werden wir vielleicht kritisiert, aber dass unsere Existenz ist damit nicht gefährdet. Aber ein missliebiger Satz in Würzburg 1940, der konnte schon einiges Schlimmes bewirken. Ja,
Und so ist natürlich die große Angepasstheit in allem, was da geschieht. Vor allen Dingen, weil es ja, wenn Sie hier so doch an so einer Aufnahme wie Zilchers Interpretation hören oder auch sonst Aufnahmen der 30er, 40er Jahre gibt es ja zuhauf, das weckt in uns ja nicht die Assoziationen, in welchem Kontext das geschieht. Ja, die Musik sagt das ja nicht. Ja, das kann der schlimmste Verbrecher sein, der Musik spielt. Wenn Sie nicht wissen, wer das ist und nicht über ihn wissen, hören Sie Musik. Ja, und dann kann es sogar sein, dass ein Verbrecher wunderbar Geige spielt. Das gehört zu dieser faszinierend abstrakten Kunst der Musik dazu. Ja, ich habe erstmal bewundert, wie Sie vermieden haben, Zilcher zu verurteilen, wie Sie versucht haben, das objektiv darzustellen oder sagen wir mal, ohne schlimmes Urteil. Aber es kam ja doch raus, dass der Mann sehr eitel war und auch seine Sachen immer versucht hat reinzubringen. Hat er sich eigentlich danach nochmal in irgendeiner Form distanziert oder vielleicht, sagen wir mal, irgendwas bedauert oder in Frage gestellt? Wer hat denn das nach 45 getan? Da werden wir sicher beim nächsten Mal drüber sprechen. Das sagt sich heute so. Ich meine, das ist ja eine Mischung aus uneingestandenen Schuldgefühlen und vor allen Dingen aber Opfererfahrung. Doch wieder Opfererfahrung. Ja, und das ist ja gerade hier in einer Stadt, die nun seit dem 16. März 1945 nicht mehr das ist, was sie mal war und auch nie wieder das jedenfalls nicht mehr sein wird, auch wenn manche davon vielleicht noch heimlich träumen. Das war das, glaube ich, das. Das waren keine Gedanken, die öffentlich, wo die kollektiv war. Das kollektive Bewusstsein war ein anderes und die. Da wird ja auch eine Opfergeschichte erzählt, auch im Zusammenhang mit Hermann Zilcher, wobei ich eben finde, dass diese Jahre nach 45 in seiner Biografie nicht wirklich aufgearbeitet sind. Also was da wirklich war, also diese Geschichten, die da erzählt werden, die sind für mich irgendwie diffus. Ja. Also das Einsehen und das Bedauern und das wirkliche Sich-Stellen, das setzt das, ich meine, das ist schon in der Bundesrepublik zumindest, ist das ja stark. Also die, nach den Nürnberger Prozessen gab es ja, das wird heute verdrängt, und zwar deutlich vor 68 gibt es ja die großen Prozesse gegen nationalsozialistische Täter, spät, aber immerhin. Aber der wirkliche Bruch, also da, wo man ja dieses Bewusstsein jetzt nicht mehr zulässt, dass hier vertuscht werden kann, das ist, glaube ich, schon das Verdienst dieser sogenannten 68er Bewegung. Und im Falle Mozarts ist das ganz klar mit dem Jahr 1977, mit dem Erscheinen von Wolfgang Hildesheimers Mozart-Essay zu markieren. Und dann in einer breiten, global popularisierenden Weise Peter Schäffers Amadeus-Theaterstück und dann der Film von Miloš Forman, über den man viel sagen kann bei Amadeus, aber das hat dann zum letzten Mal so massiv an diesem Marmor-Porzellan-Püppchen Mozart gerüttelt, dass nicht, wie man immer meint, das Porzellan-Püppchen des 19. Jahrhunderts ist, sondern das ist die Porzellanpuppe die falsche Porzellanpuppe des nationalsozialistischen Mozartbildes. Also ich werde ja nicht müde, gegen den Film Wen die Götter lieben anzugehen. Das ist ein Propagandafilm, der lügt und trickst und der wird heute noch im Kinderprogramm gezeigt. Also ich verstehe es einfach nicht. Den können Sie im deutschen Fernsehen, den habe ich schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Unverständlich, ja. Aber das ist eigentlich genau das, wogegen sich Hildesheimer und dann auch dieser Film wird. Und das, also ich bin Realist, kein Pessimist, also ein bisschen lernen wir schon ab und zu aus der Geschichte. Nicht sehr viel und immer wieder auch vergessen wir gern.
Aber diese Porzellanpuppe, die glaube ich, die überzeugt keinen mehr. Und das braucht es auch nicht. Also dieser Mozart ist dermaßen faszinierend und vielgestaltig und immer wieder auch aufregend mit dem, was er musikalisch macht. Also ich brauche es jedenfalls nicht. Ah, bitte. Darf ich nochmal auf die Frage von Ihnen zurückkommen, wieso Mozart und nicht Beethoven? Ja, das sind ja zwei Zugänge. Das ist schon im frühen 19. Jahrhundert, als man die musikgeschichtlichen Schubladen füllte, klar, wie die Rollenverteilung sind. Mit Beethoven kommt derjenige ins Spiel, der den Typ des prometheischen Titanen, des ringenden Menschen, des vom Schicksal bedrängten Menschen symbolisiert und der vom Schicksal so gebeutelt wird, dass er eigentlich hätte niedergedrückt sein müssen, der es aber schafft. Das ist ein Typ. Und der andere Typ ist der eben dieser Mozart, den man dann irgendwann schnell zum Götterliebling macht, dem alles zufliegt. Und der, wen die Götter lieben, den holt sie schnell zu sich, früh zu sich. Ja, der also, bevor die Welt irgendwie so richtig böse werden konnte, ins Paradies entfloh. Und nach dem Krieg hatte man genug von Helden und Kampf. Also dieser, ich meine, Beethoven ist rauf und runter zu Führers Geburtstag, die 9. Symphonie und Elinai und wie sie alle heißen. Dieses Pathos, ja, das war man, glaube ich, wirklich gründlich alt. Und wenn man die junge Komponistengeneration sieht, also die letztlich 68er sind, so die in den 1920er Jahren geboren sind, die Boulez, die Henze, die Nonos und alle, die sind ja alle Stockhausen, ja, da sieht man doch, denen war Subjektivismus und Ausdruck und Interpret und schwitzende Genies sowas von zuwider, ja. Stockhausen schreibt Kadenzen zu Mozart-Klavierkonzerten. Mozart ging auch für diese Generation. Ja. Aber Beethoven und Wagner nicht. Ich glaube, das ist der Grund und die Rebellion gegen... Also Beethoven ist ja sehr schnell wieder in diesem heroischen Bild wieder restituiert worden. Also Beethoven ist ja dann auch wieder Staatskomponist geworden. Auch, und ich meine, wie viele Theater sind eröffnet worden mit Fidelio? Ja, und nicht mit Don Giovanni oder Nozze di Figaro. Ja. Entweder das sind Theater werden mit den Meistersingern oder mit Fidelio eröffnet. Ja, also Würzburg war es Meistersinger und Staatsoper in Wien war Fidelio. Also gehen Sie mal durch die Nachkriegsgeschichte und schauen mal nur diese, ja, das ist irgendwie so, das ist dieses Pathos, diese Befreiungsrhetorik. Die kommt dann sehr schnell wieder und das wird, glaube ich, 1970 massiv zerstört. Also das, ja, das ist so das Erste, wo ich so ganz dunkle Erinnerungen habe als Jugendlicher, wie vehement da die Beethoven-Diskussion geführt wurde. Und das hängt sicher mit 68 zusammen. Das ist die Generation gewesen, die haben also, ich meine, all dieser ganze antibürgerliche Affekt, der hatte da in Beethoven eine wunderbare Zielscheibe. Ne? Der Kagel-Film. Kagel-Film, ja, Ludwig Fahn, schauen Sie sich den mal an. Ludwig Fahn, bestes Dokument, haben wir letztes Jahr im Mozart-Labor gezeigt. Ja. An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für die Ausführungen und Einblicke. Ich freue mich, wenn wir uns noch vielfach wiedersehen. Das Mozartfest befindet sich jetzt erst in seiner zweiten Woche. 4 haben wir insgesamt im Angebot und am 23. Juni treffen wir uns hier wieder. Dann heißt es Aufbruch und Zukunft. Herzlichen Dank. Vielen Dank.